Hallo meine Lieben und willkommen heute zu dem Thema Religion mit dem Liam am Freitag. Und ja, was lässt sich so Schönes zu diesem Thema sagen? Es ist so, also ich erzähle jetzt erstmal, was ich persönlich mit Kirche generell so am Hut habe. Und ja, fange ich da mal an. Ich habe da gerade irgendwas an der Pflanze hängen, was ich sehe, und ich will nicht sehen, was es ist, denn es ist wahrscheinlich eine Spinne. Egal, ich konzentriere mich jetzt auf dieses Video und ja, Kirche. Ich wurde als Kind relativ spät getauft, weil meine Eltern einen Zwist hatten. Und zwar war das ein familiärer Zwist. Die Seite meines Vaters war katholisch und die Seite meiner Mutter evangelisch. Und daraufhin beschlossen meine Eltern, uns Kinder nicht taufen zu lassen. Ja. Nach der Scheidung meiner Eltern wurde ich von meiner Mutter zum Taufen geschleppt, relativ spät. War mir nicht wichtig, aber hätte ich nicht gebraucht. Später dann, konfirmationsmäßig habe ich gesagt, nee, sorry, ohne mich. In der Schule durfte ich mir auch aussuchen, an welchen Unterricht ich teilnehme, evangelisch oder katholische Religionslehre. Später konnte man das wunderbar durch Philosophie ersetzen. Und ja. Religion, was halte ich von Religion? Religion gehören für mich zur Kultur mit dazu. Es gibt verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen, untereinander Religionen sollten sich mehr tolerieren und akzeptieren, genauso wie aber auch der Unglaube toleriert und akzeptiert werden sollte, meiner Meinung nach. Und ja, was lässt sich so dazu sagen? Also, ich bin jetzt jemand, der ja, ich sag's mal so, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der alles steuert und genau weiß, wie was läuft und das kontrolliert. Ich bin jemand, der sagt, das, was ich tue, was ich werde, was ich bin, dafür bin ich selber verantwortlich und niemand anders. Und ja, das wär's dann auch so zu meiner Haltung dazu. Und transbezogen Religion, ich kann das so sagen, die Einrichtung, in der ich arbeite, die ist katholisch, und es gibt, also ich hatte schon Situationen, da war mit katholischen Einrichtungen oder katholischen Leuten, die gesagt haben, oh Gott, trans, Alter, bloß weg, wie du hast eine Freundin, bloß weg, so richtig homophob und wie man es noch damals aus dem Mittelalter kennt, so richtig so mit Vorurteilen und Hass und keine Ahnung wie. Andererseits, in dieser Einrichtung, in der ich arbeite, ist das überhaupt nicht so. Das ist richtig cool da. Die sagen, ist uns so, wen du liebst, wer du bist, was du machst. Hauptsache, du machst das, was du machst, machst du gut. Und glaub an das, was du möchtest. Wir glauben an das, was wir wollen. Wir repräsentieren das, woran wir glauben. Und entweder dir gefällt das, wir laden dich in unsere Gemeinschaft ein, dir gefällt das. Da ist kein Zwang, kein Druck, kein Nichts hinter. Und ich muss auch tatsächlich sagen, mit dem Pfarrer oder der Gemeinde, die ich da auch mit kennenlernen durfte, die haben das Ganze ziemlich locker und modern auch schon betrachtet, muss ich sagen. Da wurde geschriebenes zum Beispiel in so einer, keine Ahnung, Messe, wurde dann das aufs moderne Leben übertragen. Und ich habe mich auch mit dem Pfarrer unterhalten, und der meinte zum Beispiel so in Bezug jetzt auf Trans, es ist halt so, niemand außer Gott steht es zu, über wen zu richten. Und es wäre auch totaler Quatsch, Leute zu verurteilen für das, was sie sind. Dann hat ihnen Gott eben eine besondere Aufgabe gegeben und keine Ahnung. Das würde immer so einen schlechten, auch ein schlechtes Licht auf Religion selbst werfen. Klar, wenn dann Leute so ins Extreme gehen oder mit dem Finger auf andere Leute zeigen, du kommst in die Hölle oder irgendwie. Ja, es ist einfach anders gewesen bei diesen Leuten, und der meinte halt so, das möchte er halt auf gar keinen Fall vermitteln, und war eigentlich ziemlich gelassen, locker. Für die Leute, für denen die Religion wichtig ist, finde ich das toll. Die können das so quasi damit dann praktisch vereinen. Und
ja, die sollen das doch dann auch gerne tun. Und ich finde, dann sollte man auch nicht die Leute verspotten oder sich irgendwelche Bemerkungen darüber machen. Man sollte das einfach akzeptieren und gut ist. Wir wollen ja auch von den Leuten akzeptiert werden. Und ja, so ist das. Also ich war davon relativ eigentlich positiv überrascht, wo trotzdem nach, aber ich jetzt nicht die Kirche trotzdem noch bevorzuge. Dafür ist sie und bleibt sie einfach zu negativ behaftet, immer noch in meinen Augen, was bestimmte Dinge betrifft. Und das Denken hat sich leider immer noch nicht so geändert. Also es ist wirklich, ich muss schon sagen, es war wirklich dort eine Ausnahme. Und sonst war das dann doch wirklich eher negativ oder ja. Das wär's dann von mir und ich bin mal gespannt, was die anderen zu diesem Thema sagen, ob die da überhaupt irgendwie was mit anfangen können oder ja. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, seid ihr vielleicht auch getauft? Welcher Religion gehört ihr an oder wie steht ihr überhaupt zu dem Thema? Würde mich interessieren, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns nächsten Freitag. Ciao, macht's gut.